idealen Welt, könnt ihr auf die 9.0 euren ganzen Stuff anpassen und dann gibt es nur noch neue Features und keine Breaking Changes mehr. Ich verspreche das nicht 100%, weil shit can happen. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir wahrscheinlich große Teile des Typo-Cores wegschmeißen müssen, wegen einem tollen EU-Datenschutz-Law. Also das habe ich vor einer Stunde jetzt gesehen. Kann sein, dass da wirklich noch ein Breaking Change kommt, aber die Grundintention ist, alle Breaking Changes in den ersten Release reinzupacken, damit ihr euch einfach dann darauf konzentrieren könnt, Extensions schon mal vorbereiten, anpassen etc. Das ist so, glaube ich, das Elementarste hinter der Philosophie, die wir so haben. Habt ihr dazu Fragen, Anmerkungen, faule Eier? Alright, das war ja einfach. Nächste Baustelle, die euch wahrscheinlich erwischen wird. Wer weiß, was das Deprecation Log ist? Wer guckt da, während er entwickelt, immer rein? Genau, wollte ich auch sagen, Lügner. Deprecation Log gibt es nicht mehr. Also im Sinne von, das File gibt es nicht mehr. Das sind jetzt PHP-getriggerte Errors. Das heißt, die könnt ihr, also die landen erstmal im PHP-Log. Oder ihr könnt die, wenn ihr auf der Shell irgendwie pfiffig seid, halt dahin umbiegen, wo ihr die haben wollt. Was du auch kannst, genau. Aber genau. Ne? Also es ist, also standardmäßig landen die halt im PHP-Error-Log oder nee, generell im PHP-Log. Ihr könnt die halt umbiegen, wie ihr wollt. Ich persönlich biege mir die um auf direkte Ausgabe im Browser. Das heißt, wenn ich irgendwie, ne, also ich weiß nicht, wie ihr entwickelt, aber ich mache so Coden, Reload. Da will ich eigentlich die Info haben, dass ich eine deprecated Methode irgendwie benutze, weil mein eigentlicher Workflow sonst ist ja Coden, Reloaden, super, alles geil. Jetzt gucken wir mal ins Deprecation Log. Genau. Da guckst du drauf, wenn deine Platte sagt, ich bin voll. Das hat noch ein paar andere Vorteile. Das ist natürlich deutlich flotter als sonst. Man kann das irgendwie umbiegen auf dem Elk-Stack, wenn man den irgendwie laufen hat und einfach seine ganzen Logs da rein donnern. Ist ganz charmant. Also finden wir zumindest. Ist einfach auch, ist näher am PHP-Core dran. Macht schon Spaß. Dazu Fragen. Ich habe euch gesagt, das ist eine kurze Session. Toll. Genau, nur es ist User-deprecated. Also du könntest Usage von PHP-Deprecation irgendwie dahin schreiben und User-deprecated nochmal woanders hin, weil du es halt gezielt identifizieren kannst. Das heißt, du kannst ja keine Ahnung, auf PHP-deprecated Sachen halt im Frontend nicht ausgeben lassen, Typo-deprecated Sachen aber schon. Das ist, wie gesagt, ich finde es tatsächlich charmant, weil es ein bisschen Stress halt rausnimmt. Dann weiß ich nicht, wer war in der lustigen Session von Benny wegen Pages Language Overlay. Auf jeden Fall weniger als sonst. Ja, das ist auch weg. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, Pages benehmen sich genauso wie jeder andere Datensatz in Typo 3 auch, was die Übersetzung betrifft. Das Charmante ist, dass da diese ganzen Features reinkommen, wie Content-Synchronisation über Übersetzungen hinweg. Wer weiß, was das ist? Sollen wir das mal kurz erklären vielleicht? ihr kennt das Prinzip von Overlays, right? Bei Overlays ist immer das Problem, dass wenn ich eine Übersetzung hole, muss ich irgendwie immer zwei Datensätze holen. Und wenn ich einen neuen Entwickler habe, der sowas nicht weiß, dann selektiert er einfach, weiß ich nicht, meine Außendienstler-Datensätze direkt auf Englisch, SysLanguageUID1, und dann steht da nur die Hälfte der Werte drin. Weil man im Backend ja definiert hat, nee, wenn das in der Originalsprache ist, dann nimm immer den Wert. Was wir jetzt haben, ist, dass der Core die gesetzten Werte quasi rüber dupliziert auf die Übersetzung. Das heißt, wenn ein Wert in dem Originaldatensatz gespeichert wird, also Default Language, schreibt den da rein und drückt Speichern, guckt Typo 3 nach, welche Übersetzungen habe ich denn und schreibt den Wert dann auch da rein. Und das nicht nur beim Anlegen, sondern auch bei Updates. Der Vorteil ist, ihr könnt in eurer Extension oder TypoScript, wo auch immer ihr das macht, einfach flat out direkt auf die übersetzten Records selektieren, was einfach mal doppelt so schnell ist. Mindestens.
Nee, eigentlich ist es nochmal eine ganze Ecke mehr schneller, weil ihr habt ja Select N oder N plus 1 Problem. Also wenn ihr 1000 Records selektiert, habt ihr halt 1000 und eine Datenbank abfragen. Vorher gehabt, jetzt habt ihr halt eine. Darüber hinaus könnt ihr, wir haben hier ein Ding hinzugefügt im TCA, das nennt sich Allow Language Synchronization. Ich hab's nur, glaube ich, hier in der Demo nicht drin. Wobei, Benny, weißt du, ob das in der Style Guide ist? Achso, übrigens, kennt irgendjemand die StyleGuide Extension nicht? Ihr dürft euch melden, das ist kein Eingeständnis von Schwäche oder so. Die StyleGuide Extension kommt mit einem Core mit, kann man sich aber auch so installieren, die zeigt quasi alles, was Typo im Backend kann. Also auch, also alles, was ihr an TCA definieren könnt, die gesamten Messaging-APIs, alle Icons, ihr könnt die durchsuchen mit Codebeispielen und Schnickschnack, also die ist zum Entwickeln eigentlich ganz cool. So, jetzt muss ich nur eben gucken, ob wir hier irgendwo Language Synchronization haben. Ah ne, scheiße, da brauche ich einen übersetzten Datensatz für, ne? Gut, komme ich jetzt nicht dran, muss ich irgendwie alternativ mal schreiben. Grundidee ist, ihr habt, keine Ahnung, Datensatz X und da gibt es ein Feld, wir nehmen jetzt einfach mal Inputwert hier, den, und der soll in der Übersetzung eben nicht gepflegt werden. Dann zeigt ihr das Feld gar nicht erst an. Nachvollziehbar. Ihr könnt aber auch sagen, dass der Redakteur pro Datensatz entscheiden darf, ob er da was anderes reinschreiben will oder nicht. Das heißt, ihr könnt pro Record und Feld definieren, ob dieses Content Syncing ausgeschaltet werden soll und mit einem konkreten Wert überschrieben werden soll. Da kommt dann unten kommen so zwei Radio-Buttons, die hingehen und sagen, welchen Wert willst du anzeigen, den von der Default-Sprache oder willst du einen eigenen haben. Das Charmante ist, ihr müsst euch über Datenbankstrukturen überhaupt keine Gedanken machen. Das macht nämlich alles der Core. Der legt euch auch ein neues Feld an, das heißt dann L10N State. Nicht wundern, da steht JSON drin und das ist gut so. Wo eben diese Differenzen dann weggespeichert werden und der benutzt das dafür, um zu definieren, welches Feld benimmt sich wie. Weil sonst müsste man ja so ein State-Feld pro Eingabefeld hinzufügen und dann habt ihr irgendwann so Selects und will keiner haben. Das ist übrigens in der 8 schon drin. Wir haben. Niemand hat die Absicht, diese Funktionalität zu entfernen. Nein, also das ist ja Teil unserer Sprachstrategie oder über unserer Multilanguage-Strategie, genau das eben zu ermöglichen. Streng genommen wollen wir das Prinzip noch weiter ausbauen. Ach so. Nee. Schön Fassade davor ziehen und so. Was wir vorhaben, ist das Prinzip noch ein bisschen ad absurdum zu treiben, weil im Moment ist es so, dass wir einzelne Felder in übersetzten Records in Sync halten. Wir überlegen, ob wir auch ganze Records in Sync halten. Das heißt, wenn ihr, weiß ich nicht, 20 Außendienstler-Datensätze habt und 5 davon sind nicht lokalisiert worden, aktiv, das muss ja ein Redakteur, muss den Knopf ja drücken und sagen, übersetz mir den, dass wir in der anderen Sprache die gesamten Records mit kopieren. Und dann kann ein Redakteur hingehen und sagen, den will ich jetzt aber konkret bearbeiten und im Frontend sehen. Das heißt, ihr könnt dann quasi nur noch in der anderen Sprache rausselektieren. Das ist ein bisschen spooky, wir müssen noch mal schauen, wie sich das auf richtig großen Installationen benimmt. Man muss ja auch alles irgendwie von A nach B kopiert werden, aber das ist, wo wir mit der Sprache ja hingehen, generell. Aber dass man so als kurzer Kurs, was irgendwie Localization technisch passiert, eben bei Pages Language Overlay. Das war ja bisher, wie gesagt, die einzige Tabelle, die sich anders benommen hat als alle anderen. Und ich weiß nicht, also wer hat schon mal vergessen, ein Feld in dem Overlay hinzuzufügen? Wer hat schon mal vergessen, das in die Rootline zu schreiben? Nämlich der Standard, ey, das ist so kacke gewesen. Brauchst du alles nicht mehr. Ist halt irgendwie alles da. So. Dann würde ich tatsächlich einmal ganz kurz ein bisschen mehr Zeit verwenden auf dieses Ding hier, weil ihr seht vielleicht, dass es das Install-Tool nicht mehr gibt. Das ist richtig. Das Install-Tool ist jetzt in so Einzelbereiche aufgeteilt worden. Da gibt es Maintenance. Das ist hier auch so Kacheloptik.
Wir hoffen, dass sich irgendein tapferer Designer findet, der das mühübscher macht. Settings ist jetzt alles ein bisschen umarranged. Das Charmante ist, das kann ich aber, glaube ich, gerade nicht demoen, weil ich nicht genau weiß, wie der Parameter heißt. Ihr könnt die Leute, die Zugriff auf das Install-Tool haben, noch einschränken über ihren Admin-Status raus. Das heißt, ihr habt im System, weiß ich nicht, 15 Administratoren, weil die User anlegen müssen und Stuff und Berechtigungen und genau. Und dafür haben wir jetzt quasi noch eine Ebene drüber gezogen, die nennen sich System Maintainer. Das sind Leute, die Zugriff haben auf Extension Manager, Install Tool, Upgrade Wizard etc. Das heißt, man könnte das jetzt Super Admin nennen oder wie auch immer. Standardmäßig ist diese Liste leer. Da kommt eine Liste rein von Backend-User-IDs, anders können wir es leider nicht sinnvoll identifizieren. Aber sobald da einer drin steht, sehen alle anderen den Stuff halt nicht mehr. Gleichzeitig gibt es kein Passwort mehr. Also musste mich jetzt nirgendwo einloggen, um da an das Ding ranzukommen. Das spart nochmal einen Slot im KeyPass oder im OnePassword oder LastPass oder was da das gibt eurer Wahl ist. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz charmant. Wo ich drauf eingehen wollte, ist der Kollege hier unten, nämlich den Extension Scanner. Wer hat davon schon mal gehört? Dann brauche ich es auch nicht zeigen. Irgendwie, ne? machen wir jetzt aber trotzdem, müsst ihr jetzt durch. Grundidee ist folgende, also wenn ihr den Klick jetzt akzeptiert. Ja, bitte. Den Use Case habe ich nicht auf dem Zettel, weil mir ein System ohne Nutzer ein wenig seltsam vorkommt. Aber geht das überhaupt? Das Install-Tool fragt dich konkret nach einem Benutzer, weil das Install-Tool-Passwort das des ersten Benutzers ist, den du anlegst. Darum meine Frage. Nein, das Install... Quatsch, stimmt doch überhaupt nicht. Also Install-Tool, Step 1, Datenbank-Credential. Erstmal gucken, ob deine Folder-Structure stimmt. Step 2, Datenbank-Credential. Step 3, Datenbank auswählen. Step 4, User anlegen. Und dessen Passwort ist gleichzeitig das Install-Tool-Passwort. Ist aber noch nicht so lange, erst 4 Jahre. Weiß ja nicht, ob du noch so in 4-4-Zeiten unterwegs bist. Nee, aber ohne Witz, also darum, also jetzt ohne jetzt, also Späßchen beiseite, ne? Aber ernsthaft berechtigte Frage, ich weiß gar nicht, ob das geht. Pass auf, das Setting an sich ist da, steht aber nichts drin, dann benimmt sich Typo exakt so wie heute. Jeder Admin kommt an diese Sachen dran. Nur sobald du einen in die Liste reinschreibst, bekommt nur noch der diesen Block zu sehen. Das heißt, standardmäßig, also du musst es nicht explizit anschalten für einzelne Leute, sondern standardmäßig ist das genauso wie heute. Jeder Admin-User bekommt links den Block angezeigt, weil sonst wäre das ein bisschen heftig beim Upgrade, weil dann kannst du gar nichts mehr automatisieren, weil du zu Fuß durch deine User-Listen durchgehen musst. Aber es gibt kein Passwort mehr. Genau. Ich bin mir aber ziemlich näher, ich meine, also anders, das Install-Tool-Passwort wird aus dem Backend raus nicht mehr abgefragt. So. Standalone. Im Standalone fragt er dich nach wie vor. I'm pretty sure. Das habe ich zumindest, naja, irgendwie so. So, jetzt total geil. Ist der Extension-Scanner Schrott? Oder ist es nur meine Installation? Weil ansonsten wäre das nämlich eine ganz schön kurze Demo. Warst du am View-Modul dran? Ja. Ich frage mich gerade, warum der kaputt ist. Ja, ja, klar. Also, genau, also das ist ja... Na, nochmal. Hold on.
Ja, jetzt bin ich dummerweise eingeloggt hier. Aber da seht ihr, gibt's das noch tatsächlich. Works as intended. wo bin ich denn hier? Na, vielleicht ohne Tippfehler. Ja, da ist es doch. Genau. Also er fragt dich, wenn du draußen bist. Nein. Genau, das ist. Genau. So, jetzt hoffe ich, dass der von hier aus geht. Ah ja, da kommt er. So, hier haben wir jetzt Tante Extension Scanner. Ja, da muss ich jetzt durch. Ich habe die auf dem Core entwickelt, weil da meine Unit-Tests funktionieren. Und was wir jetzt hier haben, ist zwei Extensions. Ich habe die Style Guide drin und eine Extension, wo ich Benny einfach mal kurz geholfen habe, weil er da things happened. Was ja okay ist. Und hier können wir jetzt Scan All sagen. Und dann rennt der Extension Scanner los und prüft euren Source Code. Also auch den von euren Extensions. Und zwar nicht im Sinne von, also das ist nicht die ultimative Regex Inferno, sondern der schnallt auch so Sachen wie Namespace Aliasing, Klassen Overloading und so ähnliche Späße. Das ist tatsächlich eine komplette, also da läuft ein kompletter PHP-Lexer unten drunter, demontiert euren Code und guckt, ob irgendwas knallt. Kurze Frage, kurze Antwort, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Darum habe ich extra diese Extension als Demo genommen. Ne, so, also wer komm, ich mach's größer, dann kannst du dann schwupp. Ah. Das heißt, es gibt irgendwo im Typo 3 ein GetContentObject und das ist deprecated oder weg. Genau. Aber streng genommen könnte man das trotzdem machen, weil, da wird es dann interessant, wenn wir einfach mal den Code, ist auch schön, in den Code reingehen. Das ist nämlich, scrollen war, ich hoffe, dass, doch, kann man sehen, ne? Ah ja, das ist gut. Ja, der hat ein bisschen mehr Stuff, weil ihr könnt, vielleicht hätte ich nicht speichern sollen. So. Ihr könnt dem Controller hier sagen, oder beziehungsweise der Zeile, dass der, kann man lesen, oder? Ne? Extension Scanner Ignore Line. Das heißt, wenn ihr reingegangen seid und gesagt habt, okay, das ist in Ordnung, was hier läuft, und den Extension Scanner dann nochmal laufen lasst, moppert er nur noch das Add-Static-File an. Das ist übrigens irgendwann letzte Woche gekommen. Darum ist das seitdem seitdem fix noch nicht an der Stelle. Und so kriegt ihr im Prinzip euren Kram grün. Das heißt, ihr könnt euch jetzt, wenn naja, ich meine, das ist eine relativ einfache Sache. Entweder sagt euch das Ding Bescheid oder der Kunde. Ich würde das Teil bevorzugen, weil der Kunde in der Regel mit mehr Schimpfwörtern um sich wirft. Ja, das Ding hat roundabout 80% Trefferrate. So, mehr kriegen wir einfach an der Stelle nicht hin, weil dafür ist PHP zu polymorph von dem, was der Code irgendwie halt hergibt. Aber es ist, wir gehen zumindest davon aus, dass das hilft, wenn man mal schnell eine Einschätzung machen soll beim Kunden. Weil das bedeutet, irgendwie Kundeninstanz nehmen, 9er Core drunter ziehen, einmal Knopf drücken, Kaffee holen,
weil der braucht natürlich bei mehr Extensions auch länger, also nachvollziehbar hoffentlich. Und dann kann man zumindest mal gucken, wenn das ganze Ding rot blinkt, würde ich vielleicht die Schätzung anpassen. Nach oben. Was hier. Also der hat 80% Trefferrate, das heißt die Probleme, die du hast, sind zu 80% reale Probleme. Also, du gehst... auch da Antwort ja. Du hast generell zwei verschiedene Dinge. Was wir tun ist, jede Deprecation, die wir jetzt in den Core nehmen und jeden Breaking Change seit Version 9, wichtig, wird automatisch mit einem Scanning Tag an der Stelle versehen, dass dieses Vorkommen geprüft werden muss. Das machen wir immer. Das heißt, da sagen wir klipp und klar, das und das und das und das, da muss der anschlagen. Jetzt kann aber dein Code so polymorph sein, weil du Dinge noch durch die Gegend schiebst, wo der Lexer halt sich auf die Fresse legt, weil der das einfach nicht gebacken kriegt. Das sind die 20%, die du nicht hinkriegst. Und die 20% teilen sich auch noch auf, du kriegst halt auch wie hier jetzt False Positives. Die lassen sich an der Stelle einfach nicht vermeiden, keine Chance. Gerade bei Objektinstanzierung, weil sonst müssten wir den Code laufen lassen. Dann könnte man anfangen irgendwie so, weiß ich nicht, jedes Objekt einzeln auseinandernehmen und dann Codezeile, aber das wird dann ein bisschen chaotisch. Ja, hoffentlich. Genau. Ja, Sonarcube meckert ja auch an, dass wir in unseren Unit-Tests Passwörter drinstehen haben. Was halt den Login ins Backend ein bisschen schwierig macht, wenn ich kein Passwort speichern darf. Stimmt, Sonarcube springt generell an, wenn irgendwo Password steht. Das ist auch richtig geil. Also wenn Password und dahinter irgendwas steht. Ja. Gleichzeitig gibt es vom Olli Hader, der hat angefangen, das Ding komplett zu extrahieren, dass ihr das mal auf dem 7er Core loslassen könnt. Der braucht jetzt halt nur Hilfe, um die Method Matches halt zu bauen. Das ist halt echt unfassbar langweilige Fleißarbeit, freiwillige vor. Ne, dass man da irgendwie dran gehen kann. Genau, also wir könnten jetzt die zweite Zeile hier noch rausschmeißen, dann wäre auch alles grün. Wobei Aesthetic File, da sollten wir mal im Detail gucken, was da los ist. Darum können wir da ja draufklicken. Und sehen dann jetzt hier, aha, wir haben Breaking Change. Verschiedene Methoden, in diesem Fall Extension Management Utility, sind rausgeflogen worden. Mentioned will trigger an invalid exception angewendet. Ja, okay, alles klar. Das heißt, das Ding, eigentlich müsste unser Frontend jetzt zusammenklappen. Ganz brav. An der Stelle. Das heißt, ihr habt auch noch die Doku da, auf die sich das bezieht. Das ist also nicht nur einfach, ist was kaputt? Nee. Sondern ihr könnt halt das Ding wirklich benutzen, um nachzulesen, okay, was hat sich hier geändert und müsst euch nicht mehr durch die ganzen RST-Snippets durchwühlen oder durch die von Martin wunderbar gerenderte Doku. Das war ja auch eins der vielen Probleme. Leute haben sich ja bei uns immer beschwert, dass keine Doku da ist. Dann haben wir alles dokumentiert, seitdem beschweren sich, es ist zu viel, ich kann das nicht alles lesen. Das ist jetzt der nächste Versuch, die nächste Iteration mit dieser Thematik umzugehen. Genau. Gleichzeitig geht der Extension Scanner aber auch hin und markiert die Breaking Changes, von denen ihr laut seinen Scans definitiv nicht betroffen seid, als abgehakt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Install-Tool gibt es so eine schöne Liste von allen Documentation Changes, die wir haben. Also die ganzen Snippets sind alle da. Die sind auch getaggt. Das heißt, ihr könnt euch mal gucken, wo die sind. Upgrade Documentation. Schwupp. Genau. So, das heißt, wir können jetzt hier gucken, was hat sich denn im Master getan? Was ist hier alles passiert? Und dann könnt ihr irgendwie filtern nach, zeig mir mal alles, was mich im Frontend betrifft. So. Das heißt, das sind alle Changes sortiert nach Breaking, Deprecation, neue Features und Important-Geschichten, die euch möglicherweise betreffen.
wir machen das bei uns so, dass die Leute, die vom Frontend betroffen sind, haben sich halt den Scheiß durchzulesen, wenn ein neuer Release kommt. Und ihr seht hier hinten diese schicken Haken, die hier dran sind. Ihr könnt das Ding nämlich als gelesen markieren. Das macht aber der Extension Scanner, wenn er festgestellt hat, dass ihr von bestimmten Dingen nicht betroffen seid. Aber erst nachdem der einmal durchgelaufen ist. Müsst ihr dann gegebenenfalls resetten, wenn da irgendjemand versucht, im CI zu automatisieren, wenn der anschlägt, schreibt einfach Ignore Line. Ne? Ist nicht. dass ihr damit irgendwie arbeiten könnt. Genau. Habt ihr zu dem Ding sonst noch Fragen? Bitte. Naja, das ist ja ein Git-Problem. Kein Heartbreak, sondern nur auf die Finger gehauen, von wegen, hör mal, deprecated. Ne? Also im Sinne, deprecated heißt ja nichts anderes, als du hast in 18 Monaten ein Problem, nicht heute. Eigentlich solltest du das machen. Ich persönlich, meine Empfehlung an der Stelle ist halt, mach dedizierte Versionen für die Branches. Aber das ist eine Philosophiefrage. Ne? Es gibt Leute, die sagen, nee, ich will eine Extension-Version haben, ich habe keinen Bock auf drei verschiedene Release-Branches, was vollkommen valide ist. Ich würde es lieber so machen. Weil dann kann ich sicherstellen, dass wenn du, weiß ich nicht, die Block-Extension für Version 8 installierst, hast du da keine Deprecation-Log-Entries. Installierst du sie für 9, hast du da keine Deprecation-Log-Entries. Aber das ist, weil ich so Log-File-OCD habe. Also ich will halt einfach nicht, dass da irgendwas auftaucht in den Fehlermeldungen. Bitte. Ein PHP-Parser, Daniel. Nein, nein, das ist ein Button. Musst du drücken. Also, nicht jedes RST-File betrifft den Extension-Scanner. Aber alle Files, die den Extension-Scanner betreffen, sind RST-Files. Und die hakt er dann auch entsprechend ab. Na, das ist ein hier musst du einen Haken drücken und dann ist er dann nämlich nicht mehr da, weil du hast es ja gelesen. Nee, weiß ich nicht an der Stelle, weil in dem Moment ist das, also mein Mail-Client macht das auch so, wenn er Mark as Red ist, dann habe ich da einen Haken, der für mich das indikiert, also das steht hier im Title-Tag, ist mir auch egal. Also können wir jetzt gerne eine Münze schmeißen oder das basisdemokratisch irgendwie abstimmen? Nein, also TypoScript parsen wir nicht durch, weil es ja noch polymorpher als PHP geht nicht an der Stelle. Sonst alle glücklich mit dem Ding? Das ist doch schön. Nur echt noch Zeitrutscher. Welcher Teil davon? Das ist, wenn du in den Admin-Tools auf Upgrade gehst, hast du halt Upgrade-Documentation. Da ist der Stuff drin. Weiß ich nicht, aber ich finde die Idee witzig. Weiß ich offen gestanden gar nicht. Weil dafür, also ich weiß nicht, wo er die Konfiguration. Es würde mich auch wundern, weil Lolli hat das federführend geschrieben und der ist ja so ein. Aber wenn dienstags und Vollmond ist, dann, ne? Müsste ich checken. Hau Lolli einfach an. Ich weiß es tatsächlich nicht. Kann auch sein, dass es im Rest-File steht. Dass das geht. Genau. Und Doku ist ja da. Ne, habt ihr jetzt davon. Genau. Ansonsten, bitte? Müsste ich Anja fragen, wo die das im Detail saved. Ich weiß aber, also, oder nee, ich weiß nicht, aber ich bin 99% sicher, dass es instanzweit ist.
Also, weil das, du könntest ja auch pro User speichern, nur dann, ne, wenn ihr im Team zu dritt das Upgrade macht, dann muss jeder von euch da die ganze Zeit tickern. Also das haben wir mal besprochen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das instanzweit ist. Nö, du triggerst einen PHP-Error. Also, weißt du, so voll mit Wasser gekocht. Ich weiß es aber auch nur deswegen, weil ich vor 4 Wochen oder so ein Patch gepusht habe, wo ich genau das gemacht habe. Ich habe die Add-Meta-Tag-Methode weggeschmissen. Also ihr könnt jetzt keine Meta-Tags mehr hinzufügen. So. Da musste ich genau das tun. Und das dann machst halt Trigger-Error und tschüss, genau. So, das heißt, zum Extension-Scanner haben wir nichts mehr. Das heißt, ich muss mir jetzt noch irgendwas aus den Fingern saugen. Ach, über diese Add-Import-Syntax. Genau. Wer kann mir aus dem Kopf sagen, wie die Include-Syntax für TypoScript ist? Ja, ich persönlich hätte eine Spitze geschrieben, aber mach mal weiter. Einer kann es wenigstens, genau. Dann gibt es noch irgendwie so Source, also es hat so Attribute auch mit irgendwie. Dann gibt es noch ein Extensions-Attribut, was ich die ganze Zeit damit verwechselt habe. Ja, lad mal alle Files von der Extension. Nein, das ist die File-Endung. da gibt es jetzt eine etwas charmantere Syntax. Ich muss die nur mal. Ich weiß, ich will die aber zeigen. Pappkopf. Genau. Stimmt aber nicht. Das geht nämlich auch. Also das ist ein Symphony Finder unten drunter. Fällt mir direkt auf. Entschuldigung. So. Das ziehen wir nachher in der Post aber auch raus aus dem Video, ne? Genau, also da ist halt ein Symphony Finder drunter, das heißt, ihr könnt diese ganze Symphony Finder Syntax dafür benutzen und ich persönlich finde Add Import irgendwie gerade raus als eckige Aufspitze zu oder so. Das kann ich nämlich auch super. Genau, das ist, was wir noch neu haben. Na, du kannst halt. Achso, sehr genau, das ist damit der nicht. Das willst du nie machen. Sag ich nur vorher, ne? Also auch nicht irgendwie mit so, lad mal alles, was du findest. Selbst du diese Captain Igloo Nummer, gib mir all dein Gold. Ja. Hoffentlich. Also nee, ich weiß es nicht, aber hoffentlich. Also Condition in so einer Include-Syntax, nee, bitte nicht. Das ist ganz schlimm. Nee, will ich nicht. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken, 2 Minuten kriege ich noch totgeschlagen. Hat irgendjemand schon mal sowas wie Open Graph Tags hinzufügen müssen? Achso, was hast du denn noch? Achso, stimmt das schon auch noch. Nur, dass ihr das vorher wisst. Als
als File-Ending. Alles, was TypoScript ist, bekommt eine dedizierte Dateiendung. Alles, was PageTS-Config ist, bekommt eine dedizierte Dateiendung. Richtig. There's your answer. Das ist aber genau die Antwort auf deine Frage. Jetzt ist es richtig. Ist das echt dein Problem? Ich hab dir gerade Spitze auf include unterstrich typoscript source abgenommen und jetzt beschwerst du dich über das TS und versus TypoScript. Ha, wer weiß, was das tut. Genau, stimmt. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, Metatext könnt ihr jetzt nicht mehr setzen. Hat das jemand schon mal gemacht? Also ein Metatext gesetzt, so auch aus einer Extension raus? Was war denn, wenn er schon mal gesetzt war? Toll, ne? Ja, und teilweise muss er an fremden Source ran. Ne, also es ist auch eher uncool. genau. Da haben wir jetzt ein API für gebaut, wo ihr ganz klar irgendwie Meta-Tags auf den Stack draufschieben könnt, Meta-Tags euch holen könnt, also einfach mal gucken, so ist da schon irgendwas gesetzt und dann gegebenenfalls eine Entscheidung treffen. Ihr könnt Werte removen, ihr könnt das komplette Meta-Tag removen, blank setzen etc. Und das wird erst ganz zum Schluss gerendert. Das heißt, ja, ihr habt immer noch Ladereihenfolgen, Thema, aber das geht halt nicht weg. Aber ihr könnt halt den Metatext-Stuff irgendwie setzen. Ich kann das auch mal irgendwie in Code zeigen, glaube ich. Gerade weil ich ihn offen habe, weil ich da noch nicht ganz fertig bin. Genau. Das heißt, das fängt oben an mit so einer schicken Methode namens setMetaTag. Die kriegt ein Type, Name und ein Content. Type ist quasi Name des Attributs vorne, damit ihr Meta-Property, Meta-Name, Meta-HTTP-Equip setzen könnt. Name ist klar, das heißt, da steht dann irgendwie Meta-Property oder Type ist Property, Name ist Ogg-Image oder so und dann kommt der Content hier rein. Der schmeißt euch auch eisenhart eine Exception, wenn ihr versucht, da irgendwas reinzuschreiben, was laut Standard da nicht reingehört. Einfach weil, ist so. Dann habe ich gestern Abend erfahren, dass man Meta-Properties offenbar öfter vergeben kann. Das wusste ich nicht. Also man kann irgendwie 20 Ogg-Titles setzen. Geht. Ist dann ein Array. Fängt er dann halt unter der Motorhaube entsprechend so ab. Ihr könnt euch einen Meta-Tag ausgeben lassen. Ist halt dann einfach, wenn ihr prüfen wollt, hat da vielleicht jemand anderes schon mal irgendwie rumgesetzt und so weiter. Und ihr könnt einfach auch einen Tag halt removen, indem ihr dann mitgebt, okay, remove mal folgenden Typ, folgenden Namen. Dritter Parameter ist optional. Wenn ihr den nicht setzt, wird das gesamte Tag weggeschmissen, also Open, also keine OG-Image oder so. Das ist so einer der wenigen Fälle, wo mir einfällt, warum ich den mehrfach haben wollen würde. Wenn ihr hinten den dritten Parameter nicht setzt, ist das gesamte OG-Image weg. Wenn ihr den Content mit übergebt, weil ihr euch den vorher irgendwo mal geholt habt, könnt ihr den Kram da, könnt ihr also quasi gezielt eins aus dem Stack rausschmeißen. Wir überlegen jetzt noch, ob wir Namespacing reinpacken für IDs, dann könntet ihr nämlich in eurem Code, wäre es ein bisschen einfacher, dann könnt ihr so Sachen machen wie remove mal alle Meta-Tags von Extension XYZ, die da nicht hingehören. Das ist noch subject to change, da gucken wir noch mal drauf. Und Benny hat angekündigt, er will das selber haben für den Page-Title. Dass ihr sauber über ein sauberes API an Page-Title dann rankommt, das ist so Klassiker, ist glaube ich Extension-Detail-Seite. Genau, also das ist auch so ein Ding, also da weiß ich noch nicht, ob ich das deprecaten will in TypoScript oder wegschmeißen. Das ist ja auch immer so schwierig. Es gibt ja immer Breaking Changes, wo alle Leute dir dankbar für sind.
Nur so, ja, du hast jetzt nicht mehr 44 Möglichkeiten, den Page-Title zu setzen, sondern eine. Ist halt Breaking, wenn du die anderen 43 benutzt hast. Da müssen wir mal gucken. Aber das ist generell, wir verfolgen ja auch die Strategie im Core-Team, einfach diese ganzen Konfigurationssettings drastisch zu reduzieren. Das ist so der Grundplot. Bei Sprachen wird euch das möglicherweise ganz brutal erwischen. Nee, TypeScript funktioniert wie vorher. Aber packt auch auf den Stack drauf. Das heißt, wenn dein TypeScript-Rendering vorne läuft, kommst du später in deinem PHP-Code immer noch da dran, bevor der Stack halt rausgerendert wird. Und das ist in... Ja. Man merkt schon, dass es seine Idee war, ne? Ja, ich habe es ja auch mit zwei Follow-ups immer wieder kaputt gemacht. Genau, da schauen wir mal. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Weil wir wären jetzt auch durch, glaube ich, und müssten ja noch in den vierten Stock. Da wir ja gesagt haben, wir zeigen nur Sachen, die wir haben, nein. Steht aber auf der Roadmap drauf und wird gerade vertraglich festgezurrt. Also dass das... Also Kurzfassung davon, ja, wir wollen Real Earl loswerden, weil Jack also das Tier. Und zonen das gerade so vertraglich fest, dass wir die Leute, die es bauen, dass die halt garantieren, dass das in die neuen reinkommt. Das ist nur noch nicht alles unterschrieben. Darum bin ich im Moment nur 99% davon überzeugt, dass das in der Final Release halt drin war. Das war's? Alle glücklich? Das ist ja toll. Haust du rein. Genau. Steht auf der To-Do. Language Key will ich nicht haben. Ich will, wenn, Locales haben. Haben wir auf der To-Do-Liste. Ist knackiges Thema. Aber das ist wieder genau so ein Ding. Es könnte sein, dass wir es noch im 9er Cycle tatsächlich fertig haben, dann aber nicht mergen. Weil wäre ja ein Breaking Change. Und da experimentieren wir im Moment mit Feature Switches rum. Also, dass wir hingehen und sagen, wenn wir das Ding blank so mergen würden, wäre es ein Breaking Change für euch. Wir bauen euch einfach einen Feature Switch ein, den ihr dann instanzweit anschalten könnt. Das heißt, ihr hättet einen 9er Core. Der benimmt sich aber schon wie ein 10er Core. Ihr müsst es halt aktiv anschalten, damit eben nicht in die Breaking Changes reinrennt. Nee, tatsächlich nicht. Also für die Frage von mir nicht verstanden haben, die Frage war, setzen wir dann solche Feature Switches bei einer Blanco-Installation? Nee, tun wir nicht, weil wir nicht wollen, dass du ein paar 9er Cores nebeneinander liegen hast und einer benimmt sich auf einmal anders. Also das Ding muss schon sich irgendwie predictable benehmen. Das also halten wir für wichtig, außer ihr sagt alle, fuck off. Ist ja auch valide. Das sind schöne Schlussworte. Fuck off finde ich ein schönes Closing für eine Session. So. Ja, dann danke und